Ja. Und noch ein weiteres Thema, was ich interessant fand und wo Sachsen-Anhalt sich ja auch in der Vergangenheit sehr auffallend verhalten hat, ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Da war Sachsen-Anhalt mal ein Bundesland, was sich gegen die Beitragserhöhung des Rundfunksbeitrages gestellt hat. Das Ganze wurde dann vom Bundesverfassungsgericht kassiert. Das heißt, es war egal, dass sich Sachsen-Anhalt dagegen gestellt hat. Aber das ist doch sehr interessant, dass sogar ein CDU-Ministerpräsident hier sagt, okay, der Rundfunkbeitrag sollte nicht mehr weiter steigen. Also wie ist da die Situation bei euch, bei den Fraktionen im Parlament? Es ist ganz spannend, weil die CDU gerade in den Ostländern ist, ich finde, immer noch weitaus konservativer bis, ja, es gibt schon Tendenzen. Also Sachsen-Anhalts CDU ist sehr, sehr konservativ. Sehr, sehr konservativ. So der, würde ich sagen, der rechte Block der CDU schon sehr stark. Und da ist natürlich, da, ich bin da mal ein bisschen böse, den nehme ich nicht ab, dass sie glaubwürdig gegen die Rundfunkerhöhung sind, sondern das ist immer so ein bisschen Opportunität. Weil die Rundfunkbeitragserhöhung ist in der sachsen-anhaltischen Landesbevölkerung überhaupt nicht populär. Also die finden jetzt schon viele, und es ist ja auch viel Geld, was man da bezahlt für Programme. Ja, da könnte man jetzt noch eine ganze Stunde drüber reden, wo ich mittlerweile echt mal ein Fragezeichen ransetze, wie weit das jetzt noch irgendwelcher politischen Aufklärung dient oder irgendwie mehr schon Meinungsmache ist. Aber die CDU hat das erkannt in Sachsen-Anhalt. Wir haben eine starke AfD, auch wie in jedem Ostland, und wir haben eben eine starke CDU. Uns kann man hier in Sachsen-Anhalt immer eher mit Sachsen vergleichen. Also wir haben eine CDU und eine AfD, die Kopf-an-Kopf-Rennen hat. Und dann mit weitem Abstand kam danach, oder ist jetzt im Landtag aktuell noch die Sitzverteilung, kam die Linke. Danach kam noch die FDP, nee, die SPD, und FDP und Grüne standen so bei 5%, aber sitzen auch im Landtag. Und bei uns ist die Situation gewesen, dass diese Erhöhung aus der CDU, da gab es einige, Markus Kunze zum Beispiel ist der CDU-Geschäftsführer der Landtagsfraktion, die sich ganz, ganz eklatant dagegen gestellt haben und gesagt haben, nee, die Rundfunkbeitragserhöhung machen wir nicht mit, wir fordern vom öffentlich-rechtlichen Reformen ein, haben auch heute, glaube ich, sogar nochmal ein Paket oder einen Forderungskatalog verabschiedet, der vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk Einsparungen in verschiedensten Bereichen einfordert. Die sind da sehr stringent, weil die wissen, dass das in der Bevölkerung nicht gut ankommt. Umgekehrt kam es sehr gut an, dass sie sich dagegen gestellt haben. Und hier ist eher die Situation, dass die, also dass die Linke, die SPD, Grünen, dass das die Parteien sind, die in Sachsen-Anhalt dolle dafür geworben haben, diesen die Beitrags zu erhöhen. Auch ein Punkt zum Beispiel, wo man mit der Linken sehr scharf ins Gericht gehen kann, dass sie sich in Sachsen-Anhalt sehr haben immer gesagt, ja, das ist schon nicht richtig, dass die Intendanten da so viel Geld verdienen, und das ist ja schon fraglich für manche Sachen, die da Geld ausgegeben wird. Aber am Ende haben sie sich vollkommen auf die Seite der Beitragserhöher gestellt. Und hier haben wir halt mit der CDU und der AfD zwei Parteien, die sich sehr, sehr deutlich dagegen gestellt haben. Und auch wir als BSW stellen uns da sehr deutlich dagegen. Aber wir haben im Landtag eben noch keine Handlungsmöglichkeit, da irgendwas mitzuentscheiden. Aber auch uns ist ein ganz klares Ding fürs Programm 26 zur Landtagswahl, dass wir uns gegen noch eine weitere Erhöhung des Rundfunksbeitrags entscheiden. Und ich glaube, dann wird es endgültig schwer, im Landtag noch irgendwas an Erhöhung durchzustimmen, weil es dann wirklich keine Partei mehr gibt, jedenfalls nach aktuellen Umfragen, die sich noch für die Erhöhung ausspricht. Das wird spannend, wenn es in Gesamtostdeutschland in den Landtagen strukturelle Mehrheiten gibt, die gegen Erhöhung des Rundfunksbeitrags und aller mindestens für deutliche Reformen im Öffentlich-Rechtlichen sind. Was erwartest du da? Wie geht das im großen Bild weiter? Ja, ich würde fast sagen, also im Momentchen halten sie es noch aus. In Thüringen haben wir jetzt ja auch schon eine Mehrheit und gegen die Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Ich meine, man kann halten, wo man will, aber AfD und BSW haben in Thüringen eine eigene Mehrheit. Die werden wir jetzt nicht in irgendwelchen Koalitionen oder so benutzen, aber formal, wenn der Antrag gestellt wird und die Fraktionen sich eben so verhalten, wie sie ihre Inhalte entsprechen, hat man da eine Gegenmehrheit zu. Auch die CDU in Thüringen ist ja ein wackeliges Pferd. Also da gibt es ja auch Stimmen eigentlich für alles. Also kann man da auch noch ein paar Stimmen drauf erwarten. Und dann ist Thüringen schon raus, was die Erhöhung angeht. Dann kommt Sachsen-Anhalt noch dazu. Sachsen-Anhalt wird bei der nächsten Erhöhung, denke ich, nicht dafür stimmen. Dafür ist die CDU in Sachsen-Anhalt viel zu sehr darauf aus, dass die Leute daraus mehr mitkriegen. Die sind auch dagegen und dann vielleicht sie wieder wählen. Und ich glaube, wenn das so zwei, drei Ostbundesländer machen, kriegen sie noch immer einen Weg hin, das trotzdem so durchzusetzen. Aber wenn dann spätestens so die letzten Ostbundesländer, Meckpommern, Brandenburg, Sachsen noch dazukommen, dann wird es schwierig, weil sie dann wirklich eine ganze Palette an Bundesländern haben, die da nicht mehr mittragen, und dann müssen sie sich neue Möglichkeiten einführen, also überlegen. Jetzt haben sie noch über das Verfassungsgerichtsurteil bekommen. Da war auch, was hier in Sachsen-Anhalt los war, da waren Intendanten aller Rundfunkanstalten gefühlt hier im Landtag gewesen. MDR sowieso, aber auch von der ARD damals, der damalige Chef, alle da gewesen, um noch die Abgeordneten zu belabern, um es mal freundlich auszudrücken, dass sie dieser Erhöhung zustimmen. Das war eine Riesenkrise, die sie hier gemacht haben. Aber ich glaube, das werden sie nicht mehr auf Dauer durchhalten. Also es wird im Osten definitiv viele Landtage geben, wo sie keine Mehrheit mehr für ihren Kurs haben. Und die wenigen Parteien,
die dann noch für eine Mehrheit sind, bilden halt irgendwie 10, 15%. Also die Ampelparteien sind hier entweder raus oder nahezu an der 5%-Hürde. Deshalb, ja, da gibt es ja kaum noch Mehrheiten für. Ja, das heißt, die Zahlungsbereitschaft der Bevölkerung nimmt ab. Es gibt dann immer mehr, vor allem ostdeutschen Landtagen, Mehrheiten gegen Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Also das bedeutet, selbst wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk komplett unwillig sein sollte, dann wird es von der finanziellen Schiene her Druck geben. Also dann wird man zumindest mal sparen müssen. Also das ist, glaube ich, die Erwartung, die man haben kann, oder? Ja, absolut. Ich meine es ja schon, ich meine, es macht ja auch schon was aus. Das war damals ja auch ein Gewinn, den die CDU für sich verbuchen konnte, dass allein das so thematisiert worden ist. Also die Leute haben mal kritisch sich mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und vor allem der Finanzierung derer, die da an der Spitze stehen, auseinandergesetzt. Die Debatte hat man ja, wie in ganz vielen anderen Feldern. Ich meine, man muss erstmal die Momentum haben, dass die Leute überhaupt darüber nachdenken. Dann wurden ja auch Umfragen in Sachsen-Anhalt gemacht. Eine ganz große Mehrheit war gegen diese Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Ich meine, das ist immer der Moment, wo es bei den Leuten klingelt, nämlich wenn man ihnen direkt in der Tasche regiert. Und das ist ja so ein Fall. Ich meine, Leute fühlen sich da total ins Portemonnaie gegriffen. Und dann gibt es mal eine laute Partei, damals war es die CDU, die da was gegen sagt. Na, natürlich hat die Partei erstmal die Sympathie. Aber auch das Thema ist wieder mal im öffentlichen Raum einfach, dass darüber geredet wird. Dass sich zum Beispiel mit diesen ganz heftig hohen Intendantengehältern kritisch auseinandergesetzt wird. Und das setzt umgekehrt den MDR auch unter Druck. Also der MDR wird einsparen müssen. Der RBB, der NDR mit Mecklenburg-Vorpommern wird einsparen müssen, weil einfach der Druck viel zu groß ist aus der Bevölkerung. Und die können ihren jetzigen Kurs nicht mehr weiterverkaufen. Da kann man jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Katrin Göring-Eckardt, die hat da so ein ganz skandalisierten Video rausgebracht, wo sie erzählt haben, die AfD und das BSW möchte deiner Oma Florian Silbereisen wegnehmen. Das Also sie kenne ich. versuchen es aber auf so wahnsinnig, wahnsinnig dumme Möglichkeiten, den Leuten einzureden, dass sie diese Erhöhung und diesen Rundfunkbeitrags Mist, um es mal freundlich auszudrücken, noch weitertragen müssen. Aber das kommt auch nicht an.